Erlebnisse habt. Sei es wahr oder falsch oder Kopf oder Zahlen dieser Art. Versuch auch ein Bernoulli-Versuch genannt. Doch gibt die Wahrscheinlichkeit für einen Treffer bekannt. Führst du nun diesen Versuch einmal aus und lässt P dabei konstant. So ergibt sich daraus eine Bernoulli-Kette. Und jetzt die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass ich genau K-Treffer habe? Sei ein Zufallsversuch als Ausgang angegeben. Ist das ein Treffer oder triffst du daneben? Einmal wird mit dich geführt, kein Treffer soll es sein. Mit P tritt ein solcher Treffer ein. P von X gleich K sei die Wahrscheinlichkeit dafür, dass du genau Kammer triffst. Und das sagt dir eine Formel, die ihres Schöpfers Samen hat. Die Bernoulli-Formel P von NP kann. So ein Zufallsversuch mit Ausgängen gegeben. Ist das ein Treffer oder triffst du daneben? Einmal wird mit dich geführt, kein Treffer soll es sein. Mit P tritt ein solcher Treffer ein. Die Bernoulli-Formel gibt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass du genau Kammer und so lautet sie B von den PK ist gleich N über K mal B hoch K mal 1 minus B hoch N minus K. Zunächst wollen wir wissen, wie viele Möglichkeiten es gibt, wenn du K-Treffer aus der Anzahl N rausziehst. Für das erste Mal ziehen hast du N Möglichkeiten, für das zweite nur noch N minus 1 und so weiter, bis das K-Element dann vor uns liegt und es nur noch N minus K plus 1 Möglichkeiten gibt. Vereinfacht hat man N-Faktor Möglichkeiten, von denen man N minus K vergessen muss, um bei K-Treffern zu verbleiben. So ignorieren wir allerdings ganz gezielt, dass die Reihenfolge eigentlich keine Rolle spielt. Mit N-Fakultät durch N minus K-Fakultät wissen wir nur, wie es sich mit einer Reihenfolge verhält. Kein Treffer kann man in K-Fakultät-Reihenfolgen bringen, da diese keine Rolle spielt, sinnvoll verringern. Wir teilen durch K-Fakultät und was man jetzt erkennt, das nennt man N über K oder Binomialkoeffizient. Der zweite Teil der Formel ist dort leider zu verstehen. Auf dem Wahrscheinlichkeitsbaum der ganzen Kette kann man sich für jeweils K-Treffer und N-K nicht Treffer bleiben. Die Ereigniswahrscheinlichkeit dieselbe. Wir multiplizieren so oft P, wie es Treffer gibt. Und 1 minus P so oft, wie man Treffer versiebt. Das Ganze wird dann mit N über K multipliziert, so dass man die Wahrscheinlichkeit für unsere K-Treffer rauskriegt. Sei ein Zufallsversuch als Ausgängen gegeben. Ist das ein Treffer oder triffst du daneben? Einmal wird mit durchgeführt, kein Treffer soll es sein. Mit P tritt ein solcher Treffer ein. P von X gleich K sei die Wahrscheinlichkeit dafür, dass du genau Kammer triffst. Und das sagt dir eine Formel, die ihres Schöpfers Samen hat. Die Bernoulli-Formel P von NPK. Sei ein Zufallsversuch mit Ausgängen gegeben. Ist das ein Treffer oder triffst du daneben? Einmal wird mit durchgeführt, kein Treffer soll es sein. Mit P tritt ein solcher Treffer ein. Die Bernoulli Formel gibt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass du genau Kammer triffst und so lautet sie B von NPK ist gleich N über K mal B hoch K mal 1 minus B hoch N minus K.